Okay, dann sind wir schon bei Teil 8 von unserer Serie, das Leben auf die Reihe kriegen. Gestern haben wir gestartet mit dem Bild des Marathonläufers mit seinem Rucksack. Heute ein anderes Bild. Geh spazieren am See, da siehst du jemanden im Ruderboot und der rudert. Und der legt sich richtig rein und der rudert und rudert. Aber der kommt gar nicht vorwärts. Und dann guckst du genau hin und dann siehst du, dass er ja noch mit einer Kette am Ufer verbunden ist. Okay, was gibt's ihm für Ratschläge? Du musst dich mehr anstrengen. Oder du musst an deiner Rudertechnik arbeiten. Die ist noch nicht so ausgefeilt. Nee. Wir sagen, hey, was du da tust, ist alles umsonst. Du musst die Kette losmachen. Sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ist das so? Ja, genau so ist es. Und da sind viele, viele Menschen gekettet an ihre Vergangenheit, gekettet an Sünde. Und sie strengen sich an und sie bemühen sich. Aber es ist alles umsonst und sie drehen sich im Kreis. Und viele, viele Christen drehen sich über Jahre, manche sogar über Jahrzehnte im Kreis. Und verschwenden ihre Energie und hoffen irgendwann, irgendwie eines Tages wird es funktionieren. Ein Bruder wollte mir mal erzählen, seine Frau, die auch gläubig ist, sie versucht, ich weiß es nicht mehr genau, war es 15 oder 17, sie versucht seit 15 Jahren vom Rauchen loszukommen. Ich habe gesagt, ich würde die Methode wechseln. Wenn etwas 15 Jahre nicht funktioniert, woher kommt die Hoffnung, dass das in den nächsten 15 Jahren passieren wird? Und wenn wir Menschen helfen wollen, dann brauchen wir ein klares Bild, ein klares Verständnis, wie die Bibel Sünde und Sündenketten sieht und was die Wurzel ist und wie wir ihnen wirklich helfen können. Das Evangelium ist radikal, es geht an die Wurzel. Jesus sagt, die Axt wird an die Wurzel gelegt. Und wir müssen verstehen, hinter jeder Bindung, hinter jeder Sündenkette steckt eine Lüge. Es gibt keine Bindungen ohne Lüge. Und statt jetzt irgendwie auf die Bindung drauf zu dreschen und zu hoffen, das irgendwann zu lösen, lass uns an die Wurzel gehen und lass uns herausfinden, wo die Lüge ist und dann die Lüge Lüge nennen und Buße tun, umkehren, sich abkehren. Denn Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Das heißt, wenn keine Freiheit da ist, ist nicht genügend Wahrheit da. Macht das Sinn? Genau so ist es. Das ist die Aussage. Wenn Wahrheit da ist, dann ist Freiheit da. Wenn keine Freiheit da ist, dann fehlt es an Wahrheit. Und es ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führen will. Und wenn wir Menschen freisetzen wollen, dann brauchen wir diesen wunderbaren Heiligen Geist, um den Betreffenden auf die Sprünge zu helfen, um die richtigen Fragen zu stellen, auf das richtige Thema zu kommen. Denn es ist leider so, viele, viele Menschen haben dicke Probleme und sie haben null Ahnung, wo die herkommen und wie sie die lösen können. Und ihre einzige Idee ist, ich bin auf der Suche nach dem vollmächtigen Seelsorger, der mich da jetzt rausholt. Und da haben sie schon so viele Seelsorger verschlissen und die sind alle nicht vollmächtig und die taugen alle nichts, aber sie geben nicht auf und sie suchen irgendwann den vollmächtigen Mann oder Frau, die dann das tut, was sie sich wünschen. Und das ist eine Illusion. Die Wahrheit macht frei, nicht der Seelsorger. Und wer gebunden ist, er braucht wirklich Licht und er soll sich an den Heiligen Geist wenden und alles, was wir tun können, ein bisschen lenken und ein bisschen sagen, wie wär's, du betest mal in diesen Bereich hinein und du fragst den Heiligen Geist mal, was da ist und so weiter. Ja. Es gibt einfach geheime Kooperationen mit dem Feind, die uns selber oftmals überhaupt nicht bewusst sind. Und wenn wir aber Schritt für Schritt vorangehen und wir fangen an, wie ich das beschrieben habe, mit den Tatsünden, räumen auf, mit den Dingen,
die wir getan haben, dann kann das Licht Gottes weitergehen und dann sehen wir Dinge in unserem Herzen, die wir vorher nie gesehen haben. Und gestern habe ich über Bitterkeit gesprochen, was ein Ergebnis davon ist, dass wir uns geweigert haben, Gnade zu geben und zu vergeben. Und heute will ich über zwei weitere Bereiche sprechen. Und das sind eigentlich nur vier Bereiche, auf die wir schauen müssen. Die Tatsünden, mangelnde Vergebung, und dann, was heute kommt, Rebellion und Stolz. Das sind die einzigen Bereiche, sehr überschaubar. Vier Bereiche, auf die wir unser Augenmerk richten wollen und wo wir als Jüngerschaftstrainer Verständnis brauchen vom Wort Gottes, von den Zusammenhängen und wo wir dann helfen können, einfach in die Spur zu kommen, in die Einsicht zu kommen. Ja. Wir hatten es schon einmal erwähnt, ich will sie noch einmal nennen, die Schriftstelle 2. Timotheus 2, ich glaube es ab 25. Und dort heißt es im hinteren Teil, Menschen, die gebunden sind vom Teufel, seinen Willen zu tun. Vom Teufel sind sie gebunden in irgendeinem Bereich ihres Lebens, den Willen des Teufels zu tun. Ja. Das kann zwanghafter Zorn sein, das kann Pornografie sein, das können viele verschiedene Dinge sein, zwanghafte, krankhafte Eifersucht, was auch immer. Das sind Bindungen, die müssen gelöst werden durch Licht, durch Erkenntnis der Wahrheit. Erkenntnis der Wahrheit, sagt diese Schriftstelle, wir brauchen sie jetzt nicht nochmal zu lesen. 2. Timotheus 2, ich glaube ab Vers 25 oder 22. Erkenntnis der Wahrheit. Und darauf kommt dann unsere Reaktion, die Buße. Und das macht frei. Und wir wollen nicht vermessen sein, wir wollen nicht an den biblischen Wahrheiten vorbeigehen und sagen, alles, was mit unserem Herzen ist, das wissen wir schon. Wir wissen gar nichts über unser Herz. Es ist der Gott der Bibel, der die Herzen erforscht und der uns in alle Wahrheit hineinführen will. Und ohne den Heiligen Geist und ohne diese Bereitschaft, ich will ans Licht kommen, werden diese Dinge uns immer verschlossen bleiben und wir verstehen nicht, wir leiden, wir haben Probleme und wir haben keinen Plan, wie wir da rauskommen. Das Beste, was wir tun, ist, wir versuchen, unsere Rudertechnik zu verbessern. Und das wird niemals funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Die Wahrheit macht frei. Matthäus 11, 28, 29. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das sind die Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Mühselig und beladen. So will ich euch erquicken, beleben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Die mühselig und Beladenen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, die haben keine Ruhe. Aber Jesus bietet diese Ruhe an. Und diese Ruhe kommt, wenn wir von ihm lernen. Und was sollen wir lernen? Demut und Sanftmut. Demut und Sanftmut. Das ist das Zentrum unsere Beziehung zum Herrn, Demut und Sanftmut, das ist sein Wesen und wir sind gerufen, in sein Wesen umgestaltet zu werden. So, wir brauchen vom Worte Gottes durch den Heiligen Geist Verständnis über, wie das wirklich aussieht. Und das Gegenteil von Demut und Sanftmut ist eben Rebellion und Stolz. Was ist Rebellion? Rebellion können wir gut übersetzen mit Widerstreben. Widerstreben. Einen inneren Widerstand haben, eine Verweigerung haben. Nein, das mache ich nicht, das will ich nicht, das kommt nicht in Frage. Ich mache das auf meine Art und Weise. Es ist übrigens interessant, dass es in allen Musikrichtungen, ob das Rock ist, ob das Chanson ist oder sonst Schlager oder was auch immer, in allen Musikrichtungen gibt es mindestens ein Lied und da kommt es drin vor, I do it my way. Frank Sinatra, so mit schmelzender Stimme, I do it my way. Und das ist Rebellion, das ist die Sprache der Rebellion. Mich kümmert nicht, ob es richtig oder falsch ist oder irgendwas, ich muss das auch nicht überprüfen. Ich tue es auf meine Art und Weise. Und das ist die Stimme der Rebellion.
Der Herr sagt einmal zu Israel und du sprichst, ich will nicht unterworfen sein. Andere Übersetzungen sagen, ich will nicht dienen. Du sprichst, ich will nicht dienen. Auch interessant, dass es auf diese beiden Arten übersetzt werden kann. Das ist das Problem. Und wie viele Menschen, die sich Christen nennen, die sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube an die Bibel, singen dieses Lied, I do it my way. Und sie kümmern sich nicht darum, was da geschrieben steht. Und sie kommen mit Argumenten wie, ja schon, das weiß ich, das steht in der Bibel, aber... Und dann ist völlig gleich, was dann nach dem Aber folgt. Es ist alles nichts anderes als Rebellion. Gott ist Gott und Gott hat Recht und wir haben nicht Recht. Und sein Wort ist wahr und sein Wort ist der Maßstab. Jemand sagt zu mir, ich kann auch ein guter Christ sein, ohne in Zungen zu sprechen. Und was ist mit Jesus, der gesagt hat, das ist ein Zeichen derer, die an ihn glauben, dass sie in neuen Sprachen sprechen? Was ist mit Paulus, der sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen sprecht? Was ist damit? Ja, ich sehe das anders. Ja, das ist dein Problem. Du siehst es anders als Gott. Du willst dich nicht unterordnen. Du willst dich nicht ihm unterwerfen und sagen, er hat Recht und ich habe nicht Recht. Und ich passe mich an seine Standards an. Das ist das Problem. Eigenwille, Unabhängigkeit, Widerstreben. Und das ist viel, viel gefährlicher, als wir uns das oft so vorstellen. Im 1. Samuel kannst du sehen, die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille und die Abgötterei und Götzendienst. Widerspenstigkeit. Um das geht es. Das ist Rebellion. Und das Gegenteil von Rebellion ist, ich gebe auf. Ich gebe mich hin. Ich verzichte auf irgendeinen Widerstand und ein Festhalten an meinen eigenen Ideen und Vorstellungen. Die ganze Verwirrung, die wir haben in der Christenheit, ja, wo man über die einfachsten Basics des Glaubens sich nicht einigen kann, ob das Taufe ist, Empfang des Heiligen Geistes, Sprachengebet oder Jüngerschaft oder irgendwelche Dinge, wie überhaupt Gemeinde gebaut wird, was Gemeinde bedeutet. So viel Verwirrung, so viel Durcheinander, so viel widersprechende Richtungen und Meinungen. Und wo kommt das alle her? Weil Menschen an ihrer Meinung festhalten und völlig vergessen, Jesus ist doch der Herr und er hat doch längst eine Meinung. Wir müssen doch nicht gucken, was unsere Meinung ist. Wir müssen die auch nicht verteidigen gegenüber anderen, sondern wir legen alles beiseite, wir kapitulieren und sagen, dein Wille geschehe. Wenn wir das tun würden und wir würden alle uns ausrichten mit aufrichtigem Herzen auf ihn, wie viele Denominationen hätten wir dann noch? Oder sagen wir zu Pfingsten, als der Heilige Geist kam und die Schrift sagt, sie blieben alle in der Lehre der Apostel. Wie viele Denominationen gab es da? Die hätten noch nicht mal das Wort Denomination gekannt. Da habe ich gesagt, was redest du von Denominationen? Wir sind Jünger Jesu und der Herr hat diese Apostel gesetzt, uns zu leiten und uns zu lehren. Und wir hören auf die und wir glauben, dass der Heilige Geist durch die spricht. Und wir tun das, was sie sagen und fertig aus. Das Durcheinander ist ein Beweis dieser Rebellion, die weit, weit, weit verbreitet ist und die schön mit theologischen Argumenten geschmückt und kaschiert wird, aber unterm Strich, es ist nichts anderes als Rebellion. Es ist dieses, wir wollen unser Ding machen, wie ich am Anfang gesagt habe, in diesem Gleichnis, wo die Leute sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber Christsein ist, wir wollen, dass Jesus über uns herrscht. Und nicht mein Wille, sondern sein Wille soll geschehen. So, diese Verhaltensweise, das Wort Gottes außer Kraft zu setzen, das Wort Gottes zu ignorieren oder scheinbar zuzustimmen. Ja, sicher, die Bibel ist Gottes Wort, aber, und dann geht es los mit allen möglichen Argumenten. Das ist ein ganz klares
Zeichen, eine Ausdrucksweise von Rebellion. Und warum macht man das? Weil man nicht Gehorsamschritte gehen will, weil man nicht den Preis bezahlen will. Warum weigern sich Menschen, wenn sie es ganz klar sehen und gelehrt bekommen im Wort Gottes, was Taufe ist, warum weigern sie sich und warum halten sie an ihrer Babybesprenkelung fest? Nicht, weil sie das im Wort finden, sondern weil sie genau wissen, welche Konsequenzen das hat. In der Familie, in der Umgebung. Ja? Und deswegen finden sie Begründungen, Scheinbegründungen, um einfach keine Gehorsamschritte zu gehen. Ja? Und manche sind so dreist, die berufen sich auch noch auf Gott und sagen, ja, aber Gott hat mir gesagt, dass meine Babybesprenkelung in Ordnung ist. Nein, das hat er nicht gesagt, das kann er auch nicht gesagt haben, weil Gott im Gegensatz zu uns nicht verwirrt ist. Und der Gott, den wir dienen, der hat gesagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Das ist der Gott, dem wir vertrauen. Sein Wort ist gültig für alle Zeit. Und wenn jemand behauptet, Gott hat zu mir gesprochen, ja, wie oft habe ich das erlebt? Ja, Pärchen leben zusammen, ja, vor Gott sind wir verheiratet. Gott hat uns Frieden gegeben darüber. Nein, es war nicht Gott, es war ein stinkender religiöser Teufel, auf den ihr gehört habt. Und der gibt euch einen Frieden, der nicht der Friede Gottes ist. Und da musst du mal die Reaktion sehen. Wie kannst du so etwas sagen? Ganz einfach, weil ich Gott kenne, mehr als ihr. Und ich weiß, Gott ändert nicht sein Wort. Er nennt nicht in seinem Buch illegale Beziehungen Unzucht. Aber dann bei euch auf einmal sagt er, es ist in Ordnung, ihr seid von mir verheiratet. Wenn nicht ein Ehebund geschlossen ist, und dazu gehören auch immer Zeugen, deswegen findet eine Trauung in der Regel in der Gemeinde statt. Ja? Da sind Menschen, die dabei sind, wenn die beiden diesen Bund eingehen, diesen unauflöslichen Bund, dieses Treueversprechen, bis der Tod uns scheidet. Ja? Und wenn dieser Bund nicht geschlossen ist und die einfach zusammenleben, dann ist das nicht in Ordnung. Und wie viele Gemeinden akzeptieren das heute? Man kann sogar in Gemeinden im Lobpreisteam dienen und lebt in Unzucht. Ja, ich habe solche Fälle erlebt. Bin eingeladen in eine Gemeinde und ohne dass ich recherchiert habe, kriege ich die Information. Ich habe die nicht gesucht, aber ich bekomme die Information, da sind zwei im Lobpreisteam, die leben zusammen wie Mann und Frau und sie sind nicht verheiratet. Ich rufe den Pastor an und sage, ich werde nicht kommen. Ich sage ab. Ja, warum? Ich sage, weil du in deinem Haus Sünde tolerierst. Und damit blockierst du den Heiligen Geist. Und es wird nichts passieren, wenn ich komme. Weil du selber als Verantwortlicher stellst dich zur Lüge, du deckst die Sünde und der Heilige Geist wird deine Leute nicht überführen. Es wird nicht passieren, weil du bist verantwortlich. Du bist ein Ältester. Und die Ältesten sitzen im Tor. Und das heißt, die bestimmen, was reingeht und was rausgeht. Und wenn du den Heiligen Geist blockierst, dass er nicht fließen kann in deine Gemeinde, für was soll ich kommen? Ich werde mich abmühen, ich werde dort große Anstrengungen haben, aber es wird nichts passieren. Ja. So viel Toleranz zur Sünde, so viel Verständnis, so viel, ja, wir wissen, was das Wort sagt, aber in diesem Fall ist alles anders. Nein, es ist nichts anders. Das Wort ist das Wort. Die Wahrheit ist die Wahrheit. So, das ist ein sehr markanter Ausdruck von Rebellion, das Wort Gottes außer Kraft zu setzen, indem man auf anderes verweist und am liebsten auf Liebe oder auf Weisheit. Das sind die populärsten Ausreden. Wir müssen jetzt ganz weise sein. Nein, wir müssen einfach klar sein. Wir müssen Sünde Sünde nennen und wir müssen tun, was die Bibel sagt. Das ist, was wir müssen. Aber es gibt noch ganz andere Formen der Rebellion. Zum Beispiel Einschüchterung durch Zorn. Was ist Zorn? Wir wollen Menschen einschüchtern, dass sie einknicken, dass sie nachgeben, dass sie tun, was wir wollen. Das ist eine Form des Beherrschens. Zorn, Schreien. Die Bibel sagt, wo geschrien wird, wird der Heilige Geist betrübt. Wie viele Familien erlauben sich, Mann schreit Frau an, Frau schreit Kinder an. Und das ist normal für die. Es ist nicht normal zu schreien.
Es ist nicht der Wille Gottes, weil der Heilige Geist betrübt wird. Und was kann eine Familie, was kann ein Ehepaar tun, wenn sie den wunderbaren Helfer ausgesperrt haben und hindern, ihnen zu dienen? Was wollen sie dann noch tun? Sie haben keine Chance, ihr Leben, ihre Ehe, ihre Familie auf die Reihe zu kriegen. Manipulation durch Schuldgefühle. Manipulation durch Schuldgefühle, ein sehr markantes Merkmal von Rebellion. Und noch ein bisschen harmloser, schlechte Laune. Den anderen runterziehen durch schlechte Laune. Mir geht's schlecht und ich will jetzt, dass es dir auch schlecht geht. Schlechte Laune. Wir sind nicht Opfer von schlechter Laune, wir sind Täter. Hallo, weil wir die Gnade bekommen haben zu herrschen. Und wir sollen herrschen über Gedanken, Fantasien und Gefühle. Und wenn wir das nicht tun, dann einfach passieren solche Dinge. Schlechte Laune, Schmollen, Verweigerung. Verweigerung. Es gibt Frauen, die versuchen, sich an ihren Ehemännern zu rächen, indem sie sich verweigern im Bett. Hallo? Ja, so etwas gibt es. Und das ist Rebellion. Jesaja 63, Vers 10, sie waren widerspenstig. Das ist Israel. Sie waren widerspenstig und sie betrübten seinen Heiligen Geist. Da wandte Gott ihnen sich zum Feind und er selbst kämpfte gegen sie. Kann das sein, dass Gott gegen sein Volk kämpft? Ich meine, die liebt er doch. Das ist, was das Wort sagt. Und dasselbe finden wir dann auch im Neuen Testament. Gott widersteht dem Stolzen. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Gott kann gegen uns sein. Und wenn Gott gegen uns ist, was für Chance haben wir dann noch? Was können wir machen, wenn Gott gegen uns ist? Wir haben null Chance, irgendwas zu bewirken. Wir brauchen Gott an unserer Seite und das bedeutet, wir müssen an seiner Seite sein und wir müssen von all den Dingen, die dem Teufel Raum geben, Abstand nehmen. Bitterkeit, Zorn, Lästerung, Grimm, Bosheit, all diese Dinge, sagt das Wort Gottes, geben dem Teufel Raum und betrüben den Heiligen Geist. So, das ist das, was den Heiligen Geist betrübt, gibt dem Teufel Raum. Und viele haben eine menschliche Sichtweise und würden nie auf die Idee kommen, dass Zorn oder nicht vergeben wollen den Heiligen Geist betrübt. Sie denken, das müssen irgendwie ganz große Sünden sein. Nein, das sind die Dinge im zwischenmenschlichen Leben, die einfach für viele so normal sind und so akzeptabel sind, dass ihnen das gar nicht bewusst wird. Und woran liegt das? Weil sie sich nicht messen am Maßstab des Wortes Gottes. Das Wort darf nicht Richter sein. Das ist die Rebellion. Das Wort darf nicht Richter sein über die Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich war in einer Gemeinde und das ist mir gleich aufgefallen, da ist ein sehr rauer Umgangston. Und dann habe ich so zum Beginn der Botschaft mal so eine kleine Umfrage gemacht. Ja, und wer hat in den letzten Wochen schon mal erlebt, dass zwei Geschwister aus der Gemeinde sich anschreien? Ich war kaum mit meiner Frage fertig, da gingen die Hände hoch wie ein Wald. Ich sage, okay, und zweite Frage, wer hat schon einmal erlebt, dass zwei Christen sich anschreien und da kommt ein Dritter dazu und sagt, halt, stopp, ihr müsst sofort aufhören, ihr dürft das nicht tun, ihr betrübt den Heiligen Geist. Da kannst du da eine Hand sehen und da eine Hand sehen und da eine Hand sehen. Da weißt du, was das Problem der Gemeinde ist. Es steht im Wort, aber wir sind ja nur Menschen, wir haben ja auch Emotionen. Und solche Geschichten hörst du dann. Ja. Das ist diese Haltung. Das Wort Gottes soll nicht Richter sein. Weil wenn das Wort Richter ist, müssen wir umkehren. Dann müssen wir anerkennen, wir sind schuldig und dann müssen wir damit was tun. Ja. Das Wort Gottes sagt, dass Rebellion anfängt mit Undankbarkeit. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass Dankbarkeit der Weg ist zurück in die Hingabe, in die Unterordnung. Weil Undankbarkeit
ist eine Botschaft an Gott, wir sind nicht einverstanden, was du machst, ist nicht richtig, ist nicht in Ordnung, wir hätten es gerne anders. Römer 1, dort heißt es, obschon sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das ist, was die Bibel sagt über Menschen. Sie haben ihm nicht gedankt. So, Dankbarkeit ist ein wichtiger Ausdruck unserer Unterordnung und unserer Hingabe an Gott. Dankbarkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle, um eben diese negativen Haltungen zu überwinden. Paulus sagt, dass einer der Schritte, die wir regelmäßig gehen sollen, um immer wieder erfüllt zu werden vom Heiligen Geist, ist, wir sollen Gott preisen und wir sollen allerzeit dem Vater Dank sagen für alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Allerzeit Dank sagen für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist etwas, was wir tun, zusammen mit Lobpreis und Gott rühmen und Lieder singen, um immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Das ist Epheser 5, 18 bis 21. Und der letzte Vers 21 ist auch noch sehr interessant. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Das Gegenteil von Stolz, sich unterordnen. Ja. Und die Bibel macht es so klar, dass Rebellion dem Feind Raum gibt in unserem Leben. Hör mal, Psalm 81. Wollte mein Volk mir gehorchen und Israel in meinen Wegen wandeln, das ist die Klage Gottes, wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand gegen ihre Widersacher wenden. Aber Gott kann nicht, weil sie geheime Kooperation haben mit dem Feind, weil sie Händchen halten mit dem Teufel. Wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand gegen ihre Widersacher wenden? Aber geht nicht wegen Ungehorsam. Ungehorsam, Rebellion, Widerspenstigkeit. Psalm 107, ab Vers 10. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. Das ist ein Wort, das ganz stark zu mir gesprochen hat in den wenigen ersten Wochen nach meiner Bekehrung. Und ich habe so viel gesehen da drin, was mein Leben betrifft. In Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Geboten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten. Warum waren sie in dieser Not? Gebunden, weil sie Gott widerstrebt haben, weil sie den Rat des Höchsten verachtet haben, sodass er ihr Herz durch Strafe beugte, dass sie da lagen und ihnen niemand half. Da schrien sie in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie aus Finsternis und Todesschatten heraus und zerriss ihre Bande. Was brachte die Wende? Sich an Gott zu wenden. Nicht mehr selber versuchen, was zu machen, sondern sie wenden sich an Gott und sie rufen ihn an und sagen, sei du unser Gott, sei du unser Retter. Und das Wort Gottes sagt, wenn du den Bruder, den du siehst, nicht liebst, dann liebst du auch nicht Gott. Du kannst vielleicht denken, dass du ihn liebst, aber de facto ist es nicht so. Und ich glaube, genauso können wir sagen, wenn wir uns nicht geistlichen Leitern in dem Bereich, wo sie Autorität haben, das muss ich auch so dazu sagen, nicht unterordnen wollen und können, lass uns nicht reden davon, dass Jesus unser Herr ist und dass wir uns ihm unterordnen. Die Unterordnung unter Gott muss sichtbar gemacht werden durch Unterordnung unter Menschen, die Gott in unser Leben gesetzt hat. Und das ist nicht nur staatliche Ordnung, sondern für uns als Christen auch geistliche Leiter. Gehorcht euren Führern, sagt das Wort Gottes.
Natürlich, das muss ich hier unbedingt hinzufügen, weil das so missverständlich sein könnte, gerade wenn hier welche dabei sind, die vielleicht geistlichen Missbrauch erlebt haben, was ganz, ganz schlimm ist und was Gott nicht gefällt. Ja. Die Autorität eines Leiters ist nur im Rahmen der Ordnungen und Anweisungen und Gebote Gottes. Die geht niemals darüber hinaus. Es gibt private Bereiche, wo du vor Gott für dein Leben verantwortlich bist und wo niemand, kein Leiter, kein Bischof, kein Papst, niemand darf dir da reinsprechen. Es ist dein persönlicher Bereich, wo du einfach vor Gott Entscheidungen treffen kannst, so wie du denkst und wie es deinem Gewissen entspricht. Aber da, wo das Wort Gottes gesprochen hat, da hat geistliche Leiterschaft eine Autorität, darauf zu sehen und darauf zu drängen, dass diese Ordnung in deinem Leben eingehalten wird. Viele Leute sagen, wenn es um Probleme zu Hause geht und die Ältesten wollen versuchen, da irgendwie zu helfen und so, das ist privat, das geht euch nichts an. Und sie haben die Idee, also das, was im Gemeindehaus stattfindet am Sonntagmorgen, das ist Gemeinde und was zu Hause passiert, ist privat. Die Bibel macht eine andere Grenzziehung. Und nicht, weil es zu Hause passiert, ist es privat, sondern wenn zu Hause etwas passiert gegen die Ordnung Gottes. Ich sagte schon, der Mann schreit die Frau an, die Frau schreit die Kinder an. Das ist gegen die Ordnung. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Da können wir nicht sagen, ja, das ist privat, das geht dich gar nichts an. Einer wirklichen Hirtenschaft, einer wirklichen Ältestenschaft geht das etwas an und sie wird einschreiten und sie wird sagen, hallo, was du dort tust mit deinen Kindern, ist nicht in Ordnung. Hör damit auf. Und niemand kann sagen, das ist privat, das geht die Gemeinde nichts an. Unser Problem ist, dass wir ein falsches Verständnis von Gemeinde haben und von geistlicher Autorität. Und deswegen haben wir so viel Durcheinander. Und lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Die Sünde hinter Rebellion ist Stolz. Der Grund, warum Menschen überhaupt sich Rebellion erlauben, ist Stolz. Und das ist vielleicht am schwierigsten für jemanden, der jetzt auf dem Weg ist ins Licht und in die Gegenwart Gottes und in die Ordnung Gottes, am schwierigsten zu entdecken. Und lass uns immer daran denken, ja, wir wissen nichts über unser Herz. Gott ist es, der unser Herz erforscht. Und er tut es dann, wenn wir es wollen. Wenn wir bereit sind, ans Licht zu kommen. Ja? Ansonsten kann Gott eine Menge Maßnahmen veranstalten und wir verstehen alles Mist. Denk mal an Israel. Ja? Wie haben sie gejubelt, als sie errettet wurden von Ägypten und durch das Rote Meer gezogen sind? Was war da für ein Lobpreisfest? Es war absolut gewaltig. Und kurze Zeit später passierten Dinge, die ihnen nicht gefallen haben. Und augenblicklich kippte die Stimmung. Und sie fingen an zu murren und zu schimpfen. Und sie fingen an, sich zu erheben gegen Mose und gegen Gott. Und haben gesagt solche Dinge wie, es wäre besser gewesen für uns, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Das ist der Stolz. Wir wissen, was besser ist. Das ist diese Gift des Stolzes, die der Teufel in die Herzen der Menschen gesät hat. Ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Nein, ohne Gott wissen wir nicht, was gut und böse ist. Wir brauchen Gott, der uns klare Ansagen gibt und der uns sagt, was geht und was nicht geht. Und sie murrten gegen Mose und irgendwann ist genug und Gott kommt und was sagt er? Wie lange will dieses Volk noch gegen mich murren? Die haben gegen Mose gemurrt. Und Gott sagt, sie haben gegen mich gemurrt. Was lernst du daraus? Verstehe, was geistliche Autorität ist. Verstehe, was geistliche Leiterschaft ist. Die ist dir gesetzt zum Schutz, zum Segen, zur Hilfe. Nicht um dich zu unterdrücken, nicht um dich zu missbrauchen, nicht um dich einzubauen in den großen Plan des großen Pastors, der da die Megachurch baut und du bist eine Ameise in seinem System und darfst jetzt irgendwie schuften für sein großes Ding. Ich rede nicht von sowas, ich rede von Hirten nach dem Herzen Gottes, die eine Sehnsucht haben.
Wir wollen helfen, heilen, freisetzen. Wir wollen, dass die Ordnung Gottes geschieht im Leben dieser Menschen, in der Familie, in der Ehe, damit der Segen kommt. Das ist geistliche Leiterschaft. Sie ist nicht dazu da, dich zu drangsalieren oder dir Befehle zu erteilen, sondern die sind an deiner Seite, die sind Helfer. So wichtig, dass wir das verstehen. Und dann Israel, sie haben überhaupt nicht verstanden, was Gott wollte. 5. Mose Kapitel 8. Sie haben das Handeln Gottes nicht verstanden, wie es in Hebräer 13 heißt. Sie haben die Wege Gottes nicht verstanden. Sie gingen immer in die Irre mit dem Herzen. Sie haben die Wege Gottes nicht verstanden. Das heißt, sie wussten nicht, warum handelt Gott so an uns, wie er es tut. Sie haben nichts verstanden. Was will er? Worum geht es ihm? 5. Mose 8, Vers 2. Gedenke des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich geleitet hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, dass er dich demütigte und versuchte, auf das kund würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben, um dir kund zu tun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von allem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also mit anderen Worten, Gott sagt hier, ich habe schwierige Umstände extra eingebaut auf euren Weg, damit offenbar wird, was in eurem Herzen ist. Passt das in dein Gottesbild, dass Gott Schwierigkeiten einbaut, die einen schwierigen Vorgesetzten gibt oder vielleicht sogar einen schwierigen Ehepartner oder ein schwieriges Kind, um offenbar zu machen, was in deinem Herzen ist? Passt das in dein Gottesbild? Also, nein, Gott segnet mich und alles muss gut sein und alles muss irgendwie ganz leicht sein. Nein, das ist nicht, was die Bibel sagt. Um offenbar zu machen, was in deinem Herzen ist. Wer soll was offenbar bekommen? Nicht Gott. Gott sagt nicht, ich mache diesen Test, damit ich rausfinde, was im Herzen ist. Nein, Gott weiß es schon vor dem Test. Damit wir unser Herz erkennen, damit wir verstehen, was da ist in unserem Herzen. Schon lange her, früher, in den USA gab es noch den Silberdollar. Also ein Dollar, 1 Dollar Münze, richtig aus Silber. Und natürlich, wie das so ist, gab es dann Bösewichte, die haben das gefälscht. Und die haben gesagt, so viel Silber da drin, das ist ja Verschwendung. Da hauen wir Aluminium rein und machen eine kleine Silberschicht drüber und dann können wir eine Menge Kohle machen. Ja? Und die Leute haben dann einen Weg gefunden, wie man rausfinden kann, ob es ein echter Silberdollar ist oder ob es eine Blechmünze ist. Und weißt du, wie sie es gemacht haben? Ganz einfach, sie haben die Münze fallen lassen. Und dann gehört, wie es klingt. Und der Silberdollar hatte einen ganz speziellen, hellen Klang und die Blechmünze hat halt gescheppert. Und jemand hat mal gesagt, und da ist viel dran im Bezug auf diese Schriftstelle, die wir eben angeschaut haben, Israel durch die Wüste, ja, manchmal gibt es Probleme, gibt es Dinge in unserem Leben und dann müssen wir nur mal hören, wie wir klingen. Dann müssen wir nur mal hören, wie wir darauf reagieren. Mit Schimpfen, mit Meckern, mit Anklage, Schuldzuweisungen oder können wir uns demütigen, können wir sagen, Herr, was soll ich jetzt lernen? Was ist die Lektion in diesen Schwierigkeiten? Was ist deine Botschaft? Ja, Israel war nicht imstande, sie kannten die Wege Gottes nicht. Ja, sie kannten die Wege Gottes nicht und waren immer wieder in Auflehnung und in Rebellion und in Besserwisserei. Was ist denn das? Das ist Stolz. Es wäre besser für uns gewesen, dass wir in Ägypten geblieben wären. 400 Jahre haben sie geschrien um Befreiung, dann sind sie draußen und dann sagen sie, aber es wäre besser, wir würden wieder zurückgehen. Unglaublich. Aber das ist die Natur des Menschen. Und lass uns nicht uns überheben und sagen, wie kann Israel nur so? Wir können genauso. Ist das so? Ja. Bevor Gott nicht sein Werk tut, da ist diese Überheblichkeit und wir wissen alles besser und wir meinen Gott Vorschriften zu machen, wie er es zu machen hat und so weiter.
Sie sollten auf diesem Weg durch die Wüste ihre Abhängigkeit erkennen vom Herrn und sollten lernen, immer wieder ihr Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Ich meine, sie haben dieses riesige Wunder erlebt. Die Ägypter wurden, die ganze Armee Ägyptens wurde ertränkt im Roten Meer. Ein riesiges Wunder. Dann kommen sie an ein Wasser, haben Durst und das Wasser ist bitter. Können sie nicht sagen, der Gott, der die Wasser geteilt hat, uns hindurchgeführt hat, der Israels, der Ägyptens Armee besiegt hat, der kann auch dieses bittere Wasser zu Trinkwasser machen? Aber was schon alles vergessen wieder. Ja, wir sind durstig und jetzt haben wir Wasser, wir freuen uns, gehen zum Wasser, wir merken, es ist bitteres Wasser, wir können gar nicht davon trinken. Und Rebellion, warum ist das so? Ja, statt zu sagen, Herr, wir vertrauen dir jetzt und wir glauben dir, dass du uns versorgen wirst. Ja. Lass uns ein bisschen über Stolz nachdenken. Das ist eine der Eigenschaften, die am schwierigsten zu greifen ist. Und wir können sie entdecken und erkennen an den Früchten, an den Auswirkungen. Der Stolze will seine Begrenzungen nicht anerkennen. Jeder Mensch hat Begrenzungen. Ja? Genauso wie geistliche Leiterschaft Begrenzungen hat. Die einzige Autorität, die absolut ist, ist die Autorität Gottes. Jede andere von Gott abgeleitete Autorität, ob das Staat ist oder ob das geistliche Leiterschaft ist oder ob das das Hauptsein des Mannes in der Familie ist. Jede Form von menschlicher Autorität hat Grenzen. Und wie viele christliche Männer verstehen nicht die Grenzen ihrer Autorität? Und sie denken, sie sind Chef, sie sind Boss und sie dürfen die Frau kommandieren und demütigen und dürfen tun, was sie wollen, weil die Frau muss sich ja ihm unterordnen. Wie schrecklich und wie verkehrt und wie weit weg von den Ordnungen Gottes. Und wie viele Männer, die brutal sind, die böse sind, die schlimme Dinge tun, stecken ihre Frau in ein Gefängnis und bedrohen sie, wenn du jemals da draußen erzählst, was hier passiert, dann aber. Und wie viele Frauen haben wir getroffen, die eine falsche Loyalität haben und die in der Seelsorge, weil sie nicht mehr können, weil sie Rat suchen, packen aus und erzählen, was zu Hause wirklich passiert. Und wenn sie fertig sind, auweia, jetzt habe ich ja schlecht geredet über meinen Mann. Und sie kennen nicht den Unterschied zwischen schlecht reden und mal jemanden reingucken lassen in das Leben, in den Problem und Rat zu suchen. Weil sie so eingeschüchtert sind, weil sie ein Verständnis von Loyalität haben. Ich muss zu meinem Mann halten und ich muss seine Sünde decken und ich darf nirgendwo auspacken, was wirklich abgeht. Das ist nicht Loyalität, ihr Lieben. Das ist eine falsche Loyalität. Lassen wir das mal sacken. Wir können mal uns ein Beispiel anschauen, wo das sehr, sehr deutlich gemacht wird, dass es Grenzen der Autorität gibt und dass Autorität nicht bedeutet, ich kann machen, was ich will. Lass uns einmal zu einem Beispiel gehen, 2. Chronik 26, und da ist ein König. Und dieser König war sehr gesegnet. Gott hat ihn gesegnet, wunderbar. Aber etwas ist passiert. 2. Chronik 26, Vers 15, das ist der König Usia. Er machte zu Jerusalem Maschinen, ein Kunstwerk des Künstlers, dass sie auf den Türmen und auf den Zinnen sein sollten, um mit Pfeilen, um mit Steinen zu schießen, so Katapulte. Und sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar ward ihm geholfen, bis er stark war. Und als er stark geworden war, jetzt kommt's. Erhob sich sein Herz. Er wurde vom Herrn stark gemacht, aber sein Herz hat sich erhoben. Das heißt, er hat das falsch gebucht. Das ist alles, weil ich so ein toller Kerl bin und weil ich es drauf habe. Erhob sich sein Herz, bis er verderblich handelte. Hier siehst du, wie es geht. Erst fängt es im Herzen an, wird immer mehr gefestigt und wird immer normaler.
Und dann geht es in das Verhalten. Deswegen sagt die Bibel, aus dem Herzen kommt das Leben. Bis er verderbt handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott. Und er trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Also der hat noch was Religiöses gemacht in seiner Überheblichkeit, in seinem Stolz. Hat vielleicht noch gedacht, boah, ich diene jetzt Gott. Ja. War voller Selbstvertrauen, voller Selbstherrlichkeit. Ja. Und dann, wie geht die Geschichte weiter? Dann kommt ein Priester zusammen mit seinen Priesterkollegen, ich glaube 70 an der Zahl, und die treten ihm entgegen. Er ist der König, die treten ihm entgegen. Und was machen die? Es steht dir nicht zu räuchern. Geh aus dem Tempel. Ja, das ist ja pure Rebellion, er ist doch König. Und diese Untertanen, die sagen jetzt dem König, was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat, das ist doch Rebellion. Nein, das war echte Loyalität. Sie wollten den König vor seiner eigenen Dummheit bewahren. Sie wollten ihn bewahren vor den Konsequenzen, die sein Stolz und seine Überheblichkeit bringen würde. Ach, wir lesen das doch mal, weil das so spannend ist. Da können wir sehen, wirklich so wie in Zeitlupe, wie die Geschichte dort lief und was er verpasst hat und was er hätte beachten können. Zweite Chronik. Kapitel 26. Also, wir lesen Vers 18. Fangen wir in 17 an. Priester Asaja ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm. Und jetzt achte mal, der Heilige Geist sagt, vortreffliche Männer, nicht finstere Rebellen, vortreffliche Männer. Die traten dem König entgegen und sprachen zu ihm, Usia, es steht nicht dir zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt und das bringt dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre. Ausrufungszeichen. Untertan geben dem König einen Befehl und es ist keine Rebellion. Boah. Wir müssen nochmal überdenken, was Rebellion ist und was Rebellion nicht ist. Da wurde Usia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Als er aber seinen Zorn gegen die Priester ausließ, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Überleg einmal, er wurde zornig. Und wenn da ein Funken von Besonnenheit da gewesen wäre, hätte er gesagt, da kommt jetzt Zorn in mir hoch. Lass uns mal schnell gedanklich durch die Konkordanz gehen, ob nicht möglicherweise diese Priester recht haben. Was sagt Gott über das Räuchern? Wer darf räuchern und wer nicht? Aha, die Schrift sagt, König darf gar nicht räuchern, nur Priester dürfen räuchern. Also das heißt, die haben Recht und ich bin im Unrecht. Danke, ihr Lieben, dass ihr mich gerettet habt. Das wäre doch eine fantastische Lösung gewesen. Aber er hat seinen Zorn nicht reflektiert, sondern er ließ seinen Zorn raus. Und dann kommt das Gericht Gottes und der Aussatz brach aus an seiner Stirn. Und das bedeutet natürlich nach den Ordnungen Gottes, er musste sofort beiseite geschafft werden, kam ins Tal der Aussätzigen, da konnte er dann König der Aussätzigen werden. Ja, aber mit seinem Königtum ist fertig. In einem Augenblick hat er sein Königtum verspielt, weil er nicht besonnen war, weil er einfach seinen Gefühlen Raum gegeben hat und weil er gedacht hat, ich bin König und ich kann machen, was ich will und niemand kann mir Grenzen setzen. Doch Gott setzt Grenzen, auch dem König. Und Gott kann auch loyale Menschen geben, die dem König Grenzen setzen. Und alles fing an mit er hat den Segen, den er bekommen hat, Gott hat ihn stark gemacht, den Segen hat er falsch gebucht. Er hat gesagt, das ist nicht, weil Gott gnädig war, sondern das ist, weil ich es verdiene, weil ich so ein wunderbarer Mensch bin. Ja. Und da haben wir eine ernste Warnung. Sogar die Segnungen Gottes können eine große Gefahr für uns sein, wenn wir nicht auf unser Herz aufpassen.
Ja, Gott gibt Gnadengaben, Gott gibt Segnungen, Gott gibt Salbungen. Aber wenn wir nicht auf unser Herz aufpassen und das auf unser Konto buchen und uns rühmen, als wenn wir was Besonderes wären, dann kann das an Segen, was uns gegeben wurde, sogar ein Fallstrick werden. Ich werde es nie vergessen, ich habe einen Bibelschüler gehabt, wir hatten mal vor vielen, vielen Jahren eine Bibelschule und da war ein Bibelschüler und er war ein feuriger Evangelist und er war gesalbt. Also ich war selber dabei, wie Gott ihn gebraucht hat auf der Straße mit Heilungen, machtvolle Dinge. Wir standen da, wir haben da angebetet und dann die Passanten standen dann da in der Fußgängerzone und da kam einer mit Krücken und mein kleiner Bibelschüler, der Heilige Geist kommt auf ihn und sagt, hey du da mit den Krücken, komm nach vorne, ich bete für dich, du wirst jetzt geheilt. Ich dachte, oh Halleluja, was kommt jetzt hier? Aber der mit den Krücken kam und er hat gebetet und der wurde augenblicklich geheilt und hat die Krücken weggeworfen. Der war berufen, der war gesalbt und Gott hatte einen mächtigen Dienst ihm gegeben. Wer weiß, wo der heute wäre und was er alles hätte tun können. Aber er wurde stolz über das, was er bekommen hat und hat es nicht richtig verbucht. Gott, wer bin ich, dass du mir so etwas anvertraust? Hilf mir, in der Furcht des Herrn zu bleiben, dass ich niemals das benutze, um mich zu erheben. Nein, solche Gebete hat er nicht gebetet, sondern er war berauscht von seiner eigenen Macht, von seinen eigenen Möglichkeiten. Und dann kam er eines Tages ins Büro und hat gesagt, ich breche jetzt die Bibelschule ab. Es war ein halbes Jahr vor dem Abschluss. Ich breche jetzt die Bibelschule ab, das ist alles sinnlos, was wir machen. Die Welt geht verloren und ich bin Evangelist und ich muss rausgehen und die Menschen retten. Und das ist Quatsch, was wir hier machen. Und ich gehe jetzt. Ich sage, bitte, bitte, bitte bleib. Ich sage, wir sind für dich. Wir sind deine Helfer. Wir sind als Leiter gesetzt, dir den Weg zu bahnen in einen erfolgreichen, langfristigen Dienst. Und bitte glaub uns, wir wollen nicht dich hindern, in deine Berufung zu kommen. Das ist, was du dann oft hörst. Ja? Das ist nur ein Beispiel, ich habe viele solche Geschichten erlebt. Die Leiterschaft bremst, weil sie eifersüchtig ist auf die Salbung, weil sie nicht will, dass der in seine Berufung kommt. Auf Knien habe ich vor ihm gesessen und gesagt, bitte, bitte bleib. Glaub mir, wir sind für dich. Geh durch die Schule, demütige dich. Und wenn wir als Älteste sagen, es ist Zeit, wir legen dir die Hände auf und starte deinen Dienst, dann sind wir dahinter und Gott wird mit dir sein. Aber eigenmächtig zu beschließen, du machst jetzt einfach dein Ding, egal was die Ältesten sagen, damit drückst du aus. Du hast den Heiligen Geist, der führt dich und wir sind alle Deppen. Und wir hören nicht Gott. Und wir sind die Bremser. Wir sind das Problem in deinem Leben. Das Problem ist dein Stolz. Er wollte nicht hören und er ist gegangen. Wirklich auf Knien habe ich vor ihm gehockt und habe gesagt, bitte, 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 mach es nicht. Natürlich, es ist so gekommen, wie es kommen musste. Das ist jetzt, weiß ich nicht, fast 30 Jahre her. Kein Dienst. Verwirrt, durcheinander, religiös. Teil von Gottes Problem, aber nicht Teil von Gottes Lösung. Hat seine Berufung verspielt wegen seines Stolzes, weil er sich nicht demütigen konnte, weil er nicht glauben konnte, der Heilige Geist in meiner Leiterschaft ist mir gegeben zum Schutz, nicht zum Bremsen. Und hat alles verloren und ist verwirrt und macht komische Dinge. So, wir müssen aufpassen, wenn Gott uns etwas schenkt, wenn Gott uns Gaben gibt, wenn Gott uns übernatürliche Fähigkeiten gibt. Lass uns in der Demut bleiben und lass uns in Unterordnung bleiben unter Gott und auch unter Menschen und sagen, wir wollen aufpassen, dass wir nicht das uns selber irgendwie zuschreiben. Stolz macht blind. Und wir können uns selber nicht mehr richtig einschätzen. Und wir brauchen die anderen, um uns einzuschätzen und zu verstehen, wo sind wir und wo sind wir nicht.
Der Stolze will sich besser darstellen, will sich erhöhen, will sich selbst und anderen beweisen, dass er gut ist und was er kann. Er will sich selbst die Ehre geben. Das sind Merkmale von stolzen Menschen. Und die reden andauernd von dem, was sie alles getan haben. Von König Saul heißt es, er baute sich ein Siegesmal. Er baute sich selbst ein Siegesmal. So, der Heilige Geist ist unbestechlich. Ja? Wenn du Saul gefragt hättest, wofür ist dieses Denkmal? Was hätte der gesagt? Für mich selber? Nein. Der hätte fromme Sprache benutzt, nur für Gottes Ehre. Gelobt sei der Herr. Aber der Heilige Geist ist unbestechlich. Er sieht das Herz an und schreibt den Text so, er baute sich selbst ein Siegesmal. Und ich habe Pastoren getroffen, die bauen sich auch ein Denkmal, ein großes Gebäude. Viel zu groß. Keiner braucht das, aber sie haben sich ein Denkmal gesetzt. Hallo, wir wollen in Menschen investieren und nicht in Gebäude. Ich sage nicht, dass es falsch ist, Gebäude zu haben, aber wir brauchen da Weisheit. Der Stolze will Ehre und Ansehen und Anerkennung von Menschen. Noch ein Beispiel aus dem Leben von Saul. Er hat da gesündigt, er hat gegen das Gebot Gottes verstoßen. Der Prophet hat ihn zurechtgewiesen. Und dann gibt es so eine Art Scheinbuße. Und im nächsten Satz wird offenbar, dass es keine Buße war. Er sagt zum Propheten Samuel, komm mit mir und ehre mich vor den Menschen. Er hat nicht gesagt, ich bin jetzt zerknirscht über meine Sünde und ich werde jetzt vor dem Volk Buße tun und werde erklären, was für einer ich bin. Samuel, könntest du bitte, weil das nicht einfach ist, dieser Gang, könntest du bitte mitkommen, an meiner Seite stehen, mir Händchen halten, während ich da meine Sünde mal ausbreite vor dem Volk? Nein, komm und ehre mich vor den Menschen. Gerade hat er gesündigt und wurde dabei erwischt. Und das Nächste, was ihm in Sinn kommt, er will geehrt werden von Menschen. Und das ist, warum Gott ihn verworfen hat und warum er nicht König bleiben konnte. Und auch heute gibt es so etwas. Ich bin in einer Konferenz gewesen und der gastgebende Pastor ist total sauer auf mich gewesen. Das hat er aber nicht mir gezeigt und mich wissen lassen, sondern einen anderen Pastor, zu dem ich aber einen guten Kontakt habe, der mir das dann erzählt hat. Und warum war er sauer? Weil ich die Unverschämtheit besessen habe, nicht nach seinen Erwartungen, wie das sonst alle amerikanischen Gastsprecher machen, die ersten 10 Minuten benutzen, um den Pastor zu ehren und hochzuheben und den Leuten zu erzählen, was sie für ein Privileg haben, so einen wunderbaren Pastor zu haben. Das habe ich nicht gemacht. Ich wusste auch nicht, dass ich das tun sollte. Hat mir ja keiner gesagt. Ja? Wenn er es mir gesagt hätte, dann wäre es dann doch ein ehrliches Spiel gewesen. Ich hätte gesagt, das mache ich aber nicht. Ja? Sondern ich predige das, was der Heilige Geist mir gibt. Ja? Aber er hat das mir gar nicht gesagt und war dann sauer, dass ich seine Erwartungen, die ich gar nicht kannte, nicht erfüllt habe. Und hat geschimpft über mich, dass ich ihn nicht geehrt habe vor den Menschen. Dann dachte ich, König Saul, Nummer 2. Ehre von Menschen. Ein Pastor, der viel investiert in ein fremdes Land und dort viel Power reingibt, Manpower und Geld und alles Mögliche. Eines Tages beschwert er sich bei dem Mann im fernen Land und sagt, ich komme zu wenig vor in deinem Rundbrief. Ich werde zu wenig geehrt. Hallo, geht's noch? Wenn wir das tun, wenn wir Ehre haben wollen von Menschen, dann kriegen wir das, weil wir können immer Leute täuschen. Es gibt genügend Leute, die blind und unwissend sind. Die täuschen wir, dann kriegen wir von denen Ehre und das war's. Und mehr kommt nicht. Da kommt kein Lohn mehr. Lohn kommt, wenn wir es mit einem aufrichtigen Herzen vor Gott tun und es tun für ihn. Und nicht erwarten, dass wir jetzt von den Menschen geehrt werden als großer Spender oder als großer Helfer und Unterstützer oder so etwas. Und man kann in solcher Isolation sein als Leiter, dass man sich nur noch mit Menschen umgibt, die alle nur diesen Nickmuskel kennen
Und die sagen, hör mal, was du da machst, ist ja Blödsinn. Hör damit auf, das wird nicht gut enden, lass das sein. Sondern man hat schon im Vorfeld sich die Ja-Sager um sich geschart, die keinen Mut haben zu widersprechen, die auch ein falsches Konzept von Unterordnung haben. Vor ungefähr einem Jahr ist ein großer internationaler Leiter offenbar geworden, leider erst nachdem er gestorben ist. Ja, und es kam raus, dass er über Jahre in sexueller Unreinheit gelebt hat. Und seine Mitarbeiter haben das alle gewusst und haben das alle gedeckt. Auf seinen internationalen Reisen ist immer seine Lieblingsmasseuse mitgekommen und sie hat ihn immer massiert, nackt, und niemand durfte dabei sein. Und die Mitarbeiter haben es gewusst und haben geschwiegen, weil sie gesagt haben, das ist der große Dienst und wir kriegen einen Teil vom Kuchen und wir leben davon. Was sollen wir jetzt das ans Licht bringen? Dann sind wir ja arbeitslos, dann klappt das alles zusammen. Ja? Was für eine Denkweise. Wie wenig Ehrfurcht vor Gott, wie wenig Respekt vor seinen heiligen Ordnungen und seinem heiligen Namen. Es ist keine Loyalität, den Leiter Dinge zu gestatten, die Gottes Wort ihm nicht gestattet. Das ist nicht ein Ausdruck von Unterordnung und von Loyalität. Das ist mangelnde Loyalität, wie wir gerade gesehen haben beim Beispiel vom König Usia. Gucken wir uns ein paar Schriftstellen an zu einer sehr häufigen Ausdrucksform von Stolz, die wir als völlig harmlos einstufen, bis wir das Wort Gottes kennen. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Was bedeutet das? Unser Herz ist auf Menschen ausgerichtet und wir wollen ihre Bestätigung, ihre Anerkennung, ihre Zustimmung und ihre Unterstützung haben. Und deswegen, weil wir das wollen, hüten wir uns, sogar wenn es notwendig wäre, Dinge zu tun oder zu sagen, die das in Gefahr bringen könnten. Habe ich in der Zeitung gelesen, ein Schiedsrichter, von Fußball habe ich nicht viel Ahnung, aber ich weiß, bei schlimmen Fouls gibt es die rote Karte. Ja? Und da war ein schlimmer Foul und er gibt nicht die rote Karte. Und alle haben gesehen, das ist doch verkehrt. Ja, zum Schluss nach dem Spiel wird er zur Rede gestellt. Wieso hast du dem nicht die rote Karte gegeben? Die hat er doch verdient. Er sagte, weißt du was? Das ist mein Nachbar, den sehe ich jeden Tag. Euch sehe ich einmal im Jahr, das ist mein Nachbar. Den sehe ich jeden Tag. Ist falsch. Und wenn ein Schiedsrichter aus der Welt solchen Blödsinn macht, kann man auch sagen, gut, die Welt, die hat keine Ahnung, die hat keine Maßstäbe, sie versteht es nicht. Aber wenn Christen so etwas tun, ich habe mit einer Frau gesprochen, ihre beste Freundin war in einem fortgeschrittenen Stadium des Abfalls. Und dann hat sie geheiratet. Und wenige Tage oder zwei Wochen nach der Hochzeit ist sie weggelaufen und die Ehe ging auseinander. Und ich habe diese Freundin interviewt und sie hat gesagt, ich habe das kommen sehen. Das war ein langer Weg des Abfalls, das war nicht irgendwie nach der Hochzeit entstanden, das war ein langer Weg vorher. Und ich sage, was hast du gemacht? Hast du sie gewarnt? Hast du was gesagt? Konnte ich doch nicht, das ist meine beste Freundin. Verstehst du? Menschengefälligkeit, falsches Verständnis von Beziehung, falsches Verständnis von wie sieht die Verantwortung, die wir füreinander haben. Menschengefälligkeit kommt immer dann, wenn wir unangenehme Konsequenzen vermeiden wollen, die aber jetzt eigentlich notwendig wären. Johannes 12, Vers 42. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, an Jesus. Sie glaubten an ihn, dass er der Christus ist. Ja, das ist damit gemeint. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre von Gott. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, wo es schief läuft in der Gemeinde
Und wo sie mir erzählen, was da alles für seltsame Entscheidungen getroffen werden und wie weit weg das von Gottes Standards ist. Und ich sage, und wann wirst du hingehen zur Leiterschaft und sagen, was ihr da tut, ist nicht richtig. Nein, das können wir nicht. Dann gibt es schwerste Strafen, dann werden wir ausgeschlossen. Ich sage, und? Dann gehst du erhobenen Hauptes und freust dich, dass du die Schmach Christi tragen konntest und du wirst großen Lohn bekommen. Nein, das können wir nicht. Das ist genau dieses Problem. Sie hatten die Ehre bei Menschen lieber als die Ehre Gottes. Was sagt Gott dazu? Jesaja 51, Vers 12. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du aber du, dass du den sterblichen Menschen fürchtest, du Menschenkind, welches wie Gras vergeht, und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat? Wenn unser Herz auf Menschen ausgerichtet ist, dann ist unser Glaube an Gott nur noch pro forma, aber de facto haben wir ihn vergessen. Du fürchtest sterbliche Menschen und hast den Herrn vergessen. Und Gott will, dass wir ihn fürchten. Und das ist die Antwort auf diese schreckliche Seuche, die so weit verbreitet ist in christlichen Kreisen. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Kolosser, Kapitel 3. Und da sehen wir auch das tatsächlich im Wort, dass das Gegensatzpaar ist. Entweder Furcht Gottes oder Menschenfurcht. Kolosser 3. Und dort, Vers 22, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei. Augendienerei, ganz klar, das Wort erklärt sich selber. Dienen, um gesehen zu werden. Das ist Augendienerei. Und das sollen sie nicht tun, um den Menschen zu gefallen, sondern, jetzt kommt das Gegenteil, in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Hier siehst du es, Menschengefälligkeit oder Gottesfurcht, die schließen sich aus. Entweder wir leben in dem einen oder wir leben in dem anderen. Und ich weiß, es braucht Gott, um uns von dieser elenden Seuche freizumachen. Aber der erste Schritt ist, dass du durch den Maßstab des Wortes Gottes erkennst, dass du ein Problem mit Menschengefälligkeit hast. Das sind Situationen, wo du was sagen oder tun solltest und du tust es nicht wegen der negativen Konsequenzen. Das ist Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und wenn du es erkennst im Licht des Wortes Gottes, dann der nächste Schritt ist, Herr, schneide mich los, setz mich frei, hilf mir, dass das umgekehrt wird. Gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Und weißt du, wie der Herr das tut? Du brauchst dich nur festzulegen. Heiliger Geist, ich will unter deiner Führung leben. Und ich will nicht mehr in diese Falle der Menschenfurcht tappen. Und ich will dir gehorchen. Und was immer du mir sagst, was ich tun soll, ich werde es tun, unabhängig davon, welche Konsequenzen es hat. Und dann wird er dir Aufträge geben, wo du schlotterst und zitterst und bangst und wo du das Gefühl hast, wenn ich das tue, ich gehe zu meiner eigenen Hinrichtung. Aber du gehst, weil du dich festgelegt hast, mit schlotternden Knien und sagst, oh Herr, erbarm dich, hilf du mir. Und du tust, was du tun sollst und du sagst, was du sagen sollst. Und so kommt die Befreiung. Die kommt nicht am Schreibtisch zustande. Die kommt nicht mit Handauflegung zustande. Die kommt zustande durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und du tust das, obwohl du weißt, es könnte Schwierigkeiten geben oder du ahnst schon, es könnte Probleme geben. Du tust es, weil du dich verpflichtet hast. So wirst du frei von Menschenfurcht. Und das ist ein Problem in so vielen Gemeinden. Die Leute wissen, dass Dinge schief laufen, aber wir sind ja alle untergeordnete Schafe. Das ist nicht hilfreich für niemanden. Markus Kapitel 9, Vers 33. Jesus kam nach Kapernaum und als er zu Hause war, fragte er sie, die Jünger, was habt ihr auf dem Weg verhandelt?
weil Jesus schon durch den Heiligen Geist Offenbarung hatte, was da los war. Ja? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Das war ihr Problem. Wer von uns zwölf ist der Größte? Die Antwort war doch ganz einfach, Jesus. Ja? Sie wollten eine Rangordnung festlegen. Sie wollten herausfinden, wer ist der Größte. Und nachdem er sich niedergesetzt hatte, rief er die Zwölf und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. So, Jesus hat genau gewusst, was die verhandelt haben auf dem Weg. Durch den Heiligen Geist hat er Offenbarung bekommen. Ja, er war nicht als Gott allwissend, aber der Heilige Geist war mit ihm und hat ihm da, wo es nötig war, Offenbarungen über Zusammenhänge gegeben, die man menschlicherweise nicht wissen konnte. Und deswegen kam dann seine Antwort. Das war die Antwort auf genau ihre Frage. Ja, wer ist denn jetzt der Größte? Wer ist der Geistlichste? Wer ist der Tollste von uns? Und Jesus sagt ganz einfach, wenn jemand der Erste sein will, dann soll er Diener von allen sein. Sich demütigen und dienen. Der Größte, Lukas 22, 26, der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Gebieter aller Diener. Ich bin mal in einem Pastorentreffen gewesen und wir haben zusammen gebetet, wir standen im Kreis, haben gebetet. Und wie das so ist, man betet auf Deutsch und dann betet man auch für sich so in Sprachen. Und nach dieser Gebetsrunde kommt einer zu mir, ganz aufgeregt, und sagt, sag mal, kannst du Griechisch? Ich sage, ja, Gyros und Rema und Tzatziki. Oder Tzatziki, so heißt das, ja, Tzatziki. Er sagt, nein, nein, ich meine Griechisch, neutestamentlich Griechisch. Ich sage, nein. Ich sage, wieso? Weil ich habe gehört, wie du auf Griechisch gebetet hast, neutestamentlich Griechisch. Ich sage, boah, was habe ich gesagt? Ja. Und er sagt, was du gesagt hast, ist, der Größte unter euch soll der Diener von allen sein. Was für ein treffendes Wort für ein Pastorentreffen. Wer von euch noch nie bei Pastorentreffen war, ich erspare euch jetzt Details, aber da laufen die Sandkastenspiele ab. Wer ist der Größte, wer ist der Tollste, wer hat am meisten Leute? Deswegen stellen die auch immer so eine Frage, und wie viel hast du am Sonntag? Die fragen nicht, wie viele hast du, die in Reinheit leben? Wie viele hast du, die regelmäßig beten und fasten? Da solche Frage fragt man nicht, weil das das Billigste ist, zu zählen, wie viele Leute da am Sonntag sind. Und dann machen sie diese Spiele. Ja. Ach du Armer, aber wenn du tust, was Gott mir gesagt hat, kriegst du auch eine große Gemeinde. Ach wie nett. Ja. Und dahinter ist die größere Gemeinde, heißt mehr gesegnet. Und das ist ja völliger Blödsinn. Da kann ein Pastor sein, der hat eine 30-Mann-Gemeinde. Und er ist im Willen Gottes und er ist gesegnet. Und jede zwei Jahre schickt er 20 Leute aufs Missionsfeld. Deswegen wächst seine Gemeinde nicht. Diese Gemeinde ist größer als eine 5000-Mann-Gemeinde, die überhaupt nichts tut. Glaubt es mir. Gott misst die Dinge anders. Zahlen spielen keine Rolle. Größe von Gebäuden spielt keine Rolle für Gott, sondern das Herz. Ich suche eine Schriftstelle und finde sie nicht. Das gibt's ja nicht. Die muss hier sein. Kleinen Moment. Okay, ich finde es nicht. Aber in Petrus heißt es, wo beschrieben wird, dass wir in Demut leben sollen. Wir sollen uns umschürzen, eine Schürze umbinden wie ein Diener. Das ist, was das griechische Wort bedeutet. Eine Schürze umbinden wie ein Diener. Und das heißt, Demut drückt sich aus durch Dienen. Demut drückt sich aus, indem wir ein Diener werden für die anderen, für die Gemeinde. Und dort Dinge tun, die wir nicht an die große Glocke hängen, und für die wir nicht irgendwie besondere Auszeichnungen und Ehrungen haben wollen, die wir im Verborgenen tun. Und wir tun es, weil Gott uns das aufgetragen hat. Ja, ich finde sie nicht.
Ein Merkmal von Stolz ist angeben, übertreiben. Das ist ein Merkmal von Stolz, dass wir die Dinge nicht so berichten, wie sie gewesen sind, sondern wir machen ein bisschen etwas dazu. Und mehrere Male hat der Heilige Geist mich überführt von dieser Sünde, dass ich Dinge hinzugetan habe, Details ausgeschmückt habe, die gar nicht der Realität entsprochen sind. Und einmal war es so, da habe ich eine vierteilige Serie gemacht in einer Gemeinde und im letzten Teil dann einfach habe ich mich hinreißen lassen und habe dort irgendwann eine Geschichte aus meinem Leben erzählt und habe ein Detail hinzugedichtet, was nicht der Wahrheit entsprach. Das war aber das letzte Meeting. Und ich hatte schon vorher mal so eine Situation gehabt, da war es mittendrin und der Heilige Geist hat mir klar gesagt, du gehst vor die Leute und du erklärst, dass du sie belogen hast und bittest sie um Vergebung. Aber das war jetzt das letzte Meeting. Und wie war ich froh darüber. Ach, jetzt kann ich es nicht wieder gut machen. Hätte ich ja gerne, Herr, aber ich bin ja jetzt abgereist und die Serie ist zu Ende. Jetzt kann ich nichts mehr tun, schade. Und dann habe ich den Eindruck gehabt vom Heiligen, dass doch, ich kann noch was tun. Diese Gemeinde würde diese vierteilige Lehrserie auf ihre Website tun. Und ich hatte den Eindruck, der Heilige Geist sagt mir, du machst einen fünften Teil zu Hause. Und nimmst den auf und der ist ganz kurz, 2 Minuten nur. Und da sagst du der Gemeinde, ich habe euch belogen und ich habe das und das gesagt und das stimmt nicht und das tut mir leid und ich bitte euch um Vergebung. Und hab's dem Pastor geschickt und sage, bitte, diese Serie hat 5 Teile, tu es auf die Website. Wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, er wird solche Schummeleien nicht mehr durchgehen lassen. Du brauchst nur zu sagen, Geist der Wahrheit, du darfst bestimmen und du darfst beurteilen. Und ich verspreche dir, wenn ich etwas tue, was nicht dem entspricht, ich werde das in Ordnung bringen. Und dann wird er reden und wird dir zeigen. Und das ist nicht angenehm, das macht auch keinen Spaß. Aber wenn du es gemacht hast, oh, wie schön ist das und welchen Frieden hast du und wie spürst du dann, dass der Vater sagt, hast du gut gemacht, okay, ich trainiere dich. Ja? So, wenn du ein Problem hast mit Übertreiben, Lügen, leg dich einfach fest vor dem Heiligen Geist, das nächste Mal, wenn du erwischt wirst, du wirst genau vor den Leuten, vor denen du gelogen hast, übertrieben hast, Buße tun und die Sache in Ordnung bringen. Dann wirst du ganz schnell von dieser Sünde frei werden. Glaub es mir. Glaub es mir. Das geht sehr schnell, weil das sehr demütigend ist. Ja? Und das ist auch gut, ja? Dass die Leute mal kennenlernen, wer wir wirklich sind und wir nicht immer nur so diese Fassade da aufbauen und so alles können und alles wissen und alles drauf haben. Gehen wir noch einmal zum Schluss. Zurück zu Kolosser 3, 22. Ihr Knechte, gehorchten allen Dingen euren leiblichen Herren nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die den Herrn fürchten. Und da kann jetzt jeder von euch, weil wir hier ein bisschen Probleme haben mit diesem Wort Einfalt, das hat im Deutschen, wird wenig benutzt. Und wenn es benutzt wird, dann hat es eine völlig andere Bedeutung, als es das früher gehabt hat. Und jeder von euch ist imstande nachzuschlagen, was dieses Wort im Griechischen bedeutet. Und dann gehen dir die Augen auf, worum es Gott geht und was mit unserem Herzen gemacht werden soll. Einfalt bedeutet Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit. Das ist die Einfalt, die Gott sehen will und die ist im Herzen. Das sehen andere nicht, aber die ist im Herzen, aber die kommt dann raus in deinem Verhalten und in der Art und Weise, wie du Verantwortung übernimmst für dein Fehlverhalten. So, ich hoffe, dass wir eine kleine Vorstellung haben, was Stolz ist, wie der sich äußert und wie die Antwort Gottes darauf aussieht. Und da wollen wir wachsen und da wollen wir zunehmen in Demut und Sanftmut. Und dann wollen wir anderen sagen, hey, das sind die Hauptbereiche, wo du lernen musst. Und wenn du da in die Ordnung Gottes kommst und wenn du wächst in der Furcht des Herrn, wenn Demut und Sanftmut mehr und mehr dein Teil wird, Gott wird dich segnen und dein Chaos wird beendet werden und du lernst dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das wollen wir tun. Okay.
Amen. Amen.